Der Hümer BMCI 580. Ja, hier vorne sieht man auch schon mal das Lichtdesign. Wir haben es extra mal für euch angeschaltet. So sieht er aus in dem neuen 2021er Design. Das ist der Kühlergrill. So sieht das Fahrzeug aus. Ein voll integrierter auf Mercedes-Benz Sprinter-Basis. Ja, das ist Marlene. Wir haben schon einige gesehen. Eigentlich sehen sie ja alle gleich aus. Auf den ersten Blick, ja. Auf den ersten Blick. Aber hier sieht man direkt, der hat keine Leichtmetallfelgen, sondern der hat hier diese Radkappen mit drauf. Steht ihm aber auch ganz gut. Das ist je nachdem, wie sie ausgestattet sind, kommen sie halt in verschiedenen Ausstattungsstufen. Ja, alle haben diese Busspiegel mit drin. Wir schauen uns mal gerade die technischen Daten an. So sieht das Fahrzeug von der Seite aus. Ein schicker Liner. Ja, nicht zu lang, nicht zu kurz. Das sind die technischen Daten. Ja, Hümer B-Klasse, MCI 580, Grundpreis 81.990 Euro. Das sind jeweils die Daten. Und hier ist der Endpreis 110.085. Und das Fahrzeug schauen wir uns jetzt mal an. Es hat natürlich auch hier integrierte Markise in Silber natürlich mit dabei. Es hat die Sonderfarbe Silber mit dabei. B580, automotiver Look von hinten, der bei fast allen Hümer-Modellen gleich ist. Das ist übrigens der B580 in Weiß, quasi das Schwesterfahrzeug als Teilintegrierter. Das Ganze können wir uns auch gleich mal nebeneinander anschauen. So, mach mal bitte hinten auf. Maximal 350 Kilogramm. Hier ist die Heckgarage. Und ich habe Teilelemente mit Riffelblech ausgelegt, habe die Zoösen mit dabei. Und ja, habe eine ausgewachsene Garage, wenn du dich mal gerade daneben stellst als Beispiel. 1,72 Meter. Ladekante ist sehr, sehr flach und ich habe auch kaum eine Kante, wo es groß drüber gehen muss. Also die ist hier mit dabei. Hier sind übrigens noch die Kopfstützen, weil auch hier bei diesem Setup kann man einiges modifizieren innen drin. Die sind jetzt hier hinten nochmal eingelegt. Ja, die Fahrzeuge, wir sind in Sulzmoos bei der Freistaat und ja, die haben uns mal so ziemlich alle Fahrzeuge mal zum Testen, zum Ausprobieren gegeben. Die gibt es mit und ohne Hubstützen und das gleiche Fahrzeug gibt es natürlich auch als 680. Auch da haben wir ein eigenes Video zu gedreht. Das könnt ihr euch das Ganze ja mal angucken. Hier stehen sie quasi nebeneinander wie Bruder und Schwester. Der B580. Ja, die nächsten Klappen, die da sind. Da haben wir hier das Gasfach. Die Marlene hat sich den Schlüssel gekrallt. Das ist normalerweise verschlossen. Und wir schließen es gerade mal auf. Und feste ziehen. Do Control. Gasflaschen sind hintereinander. Hier ist nochmal der Schlauch für die Entsorgung mit drin. Und das ist die Ladekante. Eine leichte Ladekante fahren wir gerade mit der Hand rein, dass man sieht, wie tief die ist. Das geht. Okay. Und gleich nochmal zu. Und drücken, feste. So, hier ist der Zufluss. Dann hier drunter habe ich das Staufach, was ich auch von innen im Doppelboden erreichen kann. Hier kann man komplett durchgucken. Das Ganze natürlich hier ein bisschen kleiner. Das Fahrzeug ist nicht ganz so lang. Und da habe ich dann auch die Entleerung und die Notentleerung über den Kältesensor für den Boiler. Auch das kann ich hier sperren, wenn ich das möchte. Kleines Detail, dann bleibt es auch offen. Die Tedford-Kassette, hier habe ich was drunter. Bin ich mal sehr gespannt. Das Gasfach hatten wir schon, es öffnet sich auf jeden Fall nach oben. Genau. Ne, andere Richtung? War schon richtig. War schon richtig und jetzt unten ziehen. Ja. Da ist das Gasdruck. Dämpfer mit drin. Jetzt ist es sehr kalt im Moment. Ah ja, guck mal hier. Hier habe ich direkt eine Durchlademöglichkeit für den Innenraum. Den kann ich sehen. Hier habe ich dann einen Teil von der Heizung, das ich schon mal sehe. Und hier oben, ja, auch das lassen wir mal auf. Da gucken wir mal von innen rein, wie weit wir da reingucken können.
ist da oben festgemacht, siehst du? Wenn du da jetzt einfach aufklickst, nee, einfach reinklickst auf der anderen Seite, dann kannst du das zumachen und hast dann dein Fach, was wir uns gleich mal angucken können. Super. Ja, wenn du auch die mal aufstehen lässt, komm mal hoch, eine Truma Kombi 6 ist drin. Der Dieseltank. Und hier ist die Aufbautür des vollintegrierten Festziehen beherzt. Mit elektrischem Fensterheber, Integration und hier wieder Hümer-like, die den Anschluss an den vollintegrierten Aufbau. Also auf der rechten Seite in hellgrau ist der Mercedes-Benz und die linke Seite ist dann schon die Integration des Hümer. So sieht das aus, wie aus einem Bus. Guss. Habe ich Bus gesagt? Ja. Bus gesagt. So, Hubbett ist dabei. Und wir haben diesmal ein automotives Stoffdesign. Also mal kein Leder, mal was anderes. Gut. Mal zu. So, der große Spiegel, der ist dabei. So sieht er von vorne aus. Vielleicht, wir können ja mal gerade die Fahrzeuge stehen quasi nebeneinander. Das ist einmal der 680 hier, das ist der 680, das ist der 580 und das ist der 580 als teilintegrierter. Und wir schauen mal gerade, wie weit das Heck hinten dann rausgeht, dass man sich ungefähr mal so ein Bild machen kann, wie viel länger denn der 680 ist. Und das sind ungefähr 30 cm länger. Das ist das, wo er hinten übersteht. Die Fahrzeuge anderen, 580 voll und teil integriert, die sind wirklich vollkommen gleich. Die sind also nur bis auf den Aufbau dann anders. So, wir gehen mal rein. Hier haben wir die Aufbautür von außen. Und so sieht das Ganze dann aus. Insgesamt drei Stufen, die zu beschreiten sind. Die Küche direkt auf der linken Seite, ein klassischer Wohnmobilschnitt, der hier drin ist. Was direkt mal ins Auge fällt, ist der große Fernseher, der integriert ist. Und ein, ich sag mal, typischer, ich sag mal, wohnlicher Aufbau. Gar nicht mehr mit diesen Schränken. Guck mal oben hier. Siehst du das Weiße? Ja. Das macht auch einen sehr wohnlichen Charakter. Ja, definitiv. Und hier unten hast du die Sitzgruppe mit deinem Lieblingstisch. Den man drehen kann in alle Richtungen und Formen. Ist schon offen. Ist schon offen. Also kannst du drehen, schieben, in alle Bereiche drehen, genau. Hin und her. Ja, ganz anderer Grundriss diesmal. Da ist der Fernseher. Guck mal, der hat wieder diesen einen Knopf da an der Seite. Ja. Dass du den auch komplett rausziehen kannst. Und dann nochmal etwas näher ranrücken kannst, auch vom Winkel her verstellen kannst, sodass die Leute, die dann hier sitzen, auf dem Fahrer- und Beifahrersitz, ich zeig mal gerade die Technik, die dahinter steckt, kleines Gelenk, 32 Zoll, Alphatronics, 12 Volt Basis und hier hast du dann die beiden Sitze und das Hubbett mit drin. Ja, wenn du magst, genau, pack ja. Den nochmal rein, ist das schwer? Nö. Warte, ich muss noch auf die Lampe achten. Ja, dass du da nicht dagegen kommst. Ja, und? Ist alles sehr kalt hier, oder? Ja, das ist alles. Das ist alles schwergängig, weil es kalt ist. Also wir haben zurzeit 6 Grad. Du kannst auch draußen lassen, ist nicht so schlimm. Ich will nicht gerade, aber es muss ja eigentlich. Steckt in der Haltung drin. Lass ihn draußen, machen wir später. Ja, so, wenn wir das nochmal üben können. Dreh mal einen Sitz bitte. Am besten den Beifahrersitz. Den Fahrersitz mal nicht drehen. Ja. Ich zeig mal gerade einen. Den Vorteil, dass wir dann nochmal die Klappe zeigen können. Ich mache schon mal die Elektrik an mit dem Licht. Da ist der Schalter. Und hier kann man dann durchschalten, was ich jeweils sehen möchte. Die Füllstände, Abwasser, Wasser und die Spannung. Und da ist die Marlene. Grüß dich, Marlene. So, man sitzt, das ist jetzt Stoff, kein Leder. Ist natürlich jetzt bei der Kälte schon wärmer, oder? Ja, es ist direkt warm. Es ist, dauert nicht erstmal eine Zeit lang wie beim Leder, dass das warm wird. So, und dieser kleine Ablage hier, das ist fürs Hubbett übrigens. Kleines Detail, hier habe ich noch Schränke mit drin. Kein Mini-Aschenbecher. Kein Mini-Aschenbecher. Machen wir hier auf. So, auch hier habe ich ein kleines Ablagefach, wenn ich fahre. Unten habe ich das große. Genau, warte, lass mich mal drehen.
dreht mal gerade und da ist das Fach. Kommst du jetzt noch rein? Siehst du das noch? Ja, warte mal, ich filme mal gerade rein. Da ist noch ein großes Ablagefach drunter. Okay, habe ich. Die Luftausströme an der Seite, die sind einmal hier, direkt auf die Füße. Wenn ich nämlich hier sitze, habe die gedreht. Wenn du nochmal drehst gerade, dann bist du genau mit den Füßen vor dem Luftausströmer, siehst du? Mhm. Immer schön warme Füße. Ja. Und auf der anderen Seite ist natürlich auch ein Luftausströmer. Das ist angenehm. Doppelboden ist natürlich auch beheizt, aber du kannst dann direkt, wenn du kommst, hast kalte Füße, die in den warmen Luftzug reinhalten. Der Truma 6. So, das ist dann quasi mein Wohnraum mit der offenen Küche, die komplett klein, aber fein integriert ist. Mit Kochfeld, sehr breiten Schubladen. Mach mal auf, bitte. Wie in einer großen, modernen Küche. Mhm. Integriertes Licht nochmal. Ja, die nächste. Das sind nochmal die... Die Absperrhähne. Absperrhähne. Ja. Das sind ja tatsächlich immer in den Schubladen, ne? Das heißt, es ist ja irgendwo... Eine Zentralverriegelung wäre, glaube ich, nicht. Nee. Die gehen so auf. 15 Kilo belastbar. Und der Topfschrank. Der Topfschrank und auch zum Teil die Höhe von dem Schrank, die ist wirklich hoch. Ja. 15 Kilogramm maximale Belastbarkeit steht drauf. So, dann habe ich jede Menge Öffnungen im Boden. Vielleicht mal zunächst der Schuhschrank direkt am Eingang. Ja. Der ist da drin. Das heißt, wenn ich reinkomme, kann ich direkt die Schuhe reinstellen. Ja. Dann habe ich selbstanziehend alles. Die erste Revisionsklappe, hier ist die Aufbaubatterie drin. In dem Fall eine. Okay. Die Küche so leicht drüber gebaut, geht aber problemlos zu. Ja, einmal nur um die. Die nächste. Da ist dann der Elektroblock drin von Schaut. Ja, meine Legos sind drin. Hier ist der Wassertank. Nee, hier ist der Stauraum. Der Stauraum. Mit der Durchreiche, der kleine. Theoretisch. Ist da weiß? Warte, ich schau mal durch. Ich kann nicht drehen jetzt. Ja. Das heißt, du kannst durchgucken nach draußen. Ja, ja. Aber halt eben nur auf der Seite. Ne? Auf der Seite. Okay, jetzt wo wir gerade dabei sind, ich mache mal gerade Beine, Beine. Breite Beine. Beine, Breite. Würde auch nicht gehen, weil du mit der... ich kann es nicht öffnen. Okay, weil ich mit der Treppe draufstehe? Genau. Warte, ich zeig mal gerade. Das geht leider nicht. Da ist die Treppe nämlich ausgefahren. Ah, ich stehe auf dem Teil drauf. Genau. Weißt du, wenn wir gerade dabei sind, fahr sie doch mal ein. Ja. Denn wir brauchen sie gar nicht. Denn hier ist nämlich die Erweiterung. Wenn man nämlich daraus eine Liegewiese macht, braucht man diese Treppe, damit man etwas weiter hinten einsteigen kann. So, die machen wir jetzt mal rein. Die verschwindet komplett, dann kann ich zumachen. Und jetzt komme ich auch in mein Staufach. Diese Klappe, die du öffnen wolltest. Genau, dass ich kurz reingucken darf. Ich muss nur von der Seite kommen, weil die geht wirklich bis unter die Treppe. Ah, man merkt, die 30 cm merkst du. Ja, ja, die haben die tatsächlich genutzt, aber... Es fällt nicht auf. Funktioniert. Funktioniert, ja. Es geht halt jetzt unter die Treppe, die Öffnung, und nicht davor. So, hier habe ich dann meinen Schlafbereich, zwei Einzelbetten längs mit den üblichen Komfortelementen. Da verweise ich auch immer gerne auf die anderen Videos. Kleiderschrank unter der Beifahrerseite, die wirklich sehr groß ist. Das Ganze auch zu öffnen von vorne. Genau. Mit einer Tür. Hier komme ich komplett ran, beleuchtet. Aber da kommt man locker dran, leichter dran. Nochmal zu. Bestimmtes haben. Also großer Kleiderschrank. Dann ein kleinerer Schrank. Hier dann auch, denke ich, die Beleuchtung, oder? Andere Seite. So, auch da großer Schrank drin. Ja. Also großer, kleiner. Kleiderhaken. Zwei Kleiderhaken. Wenn du es vereinzeln möchtest, dann... Vorhang. Vorhang. Warte, ich gehe mal kurz einen Schritt zurück, dann sieht man es besser. Vereinzeln, ja. Aber bisschen. Man liegt ja normalerweise auf dem Bett. Ne? Das ist übrigens das große Fenster, was uns gerade Licht gibt. Okay. Die Liegefläche, leg dich mal hin. Muss
mal ein bisschen drauf achten, dass man sich hier nicht stößt. Ist lang. Das heißt, du hast vorne noch viel Platz. Geh mal gerade mit deinem Kopf ganz ans Ende. So, jetzt hast du noch hier, trotz Schuhe, hast du noch ungefähr 20 cm. Also ich denke mir, so 1,90 Meter geht selbst auf dem Bett. Und hier auf der anderen Seite habe ich das gleich nochmal grün. Ja, dann habe ich die. Liegt dann die längere Person in der Mitte und die Füße etwas drüber. Das geht auch. Oder halt quer. Genau. Wenn ich nämlich eine Liegewiese mache, dann kann ich auch quer liegen. Genau. Mach mal. Achso, Schränke. Vielleicht zeigen wir die mal vorab. Große Stauschränke mit drin. Beleuchtung. Hier ist auch noch USB und noch klassische Steckdose. Dann gibt es hier nochmal die Ablage für Zeitschriften oder Bücher. Nachtlicht. Das finde ich immer so süß gemacht. Und, na, ist es noch nicht? Ah, doch. Da ist es. Zweimal tippen. Zweimal tippen. Dann hast du dein Leselicht. Dann habe ich mein Leselicht, genau. Sehr cleaner Möbelbau. Weiße Fronten, dahinter Holz. Hier wäre dann der Fernseher drin, der zweite, auf Wunsch. Hast du auch noch über den Fenstern Ablagefläche? Da können vielleicht die Bücher oder irgendwas reingestellt werden. Wobei, da oben? Genau. Weiß ich nicht, ob man das machen möchte, aber vielleicht. Doch gut, man kann zumindest mal ein Handy hinlegen. Sowas ablegen, genau, für Übergang. Gut. So, Badbereich. Ich setze mich mal gerade aufs Bett. Du gehst mal nach vorne. Können wir da mal reinfilmen? Das ist meine Toilette. Diesmal keine Raumtrenntür, sondern eine Toilette, die komplett öffnet. Klassisch, ganz normal. Klassisch. Mit einer integrierten Dusche. Kommst du vorbei? Ich komm vorbei, ja. Spiegel ist diesmal auf der Innenseite. Spiegel ist hier. Genau. Dann Dusche. Kann jetzt nicht raus. Also zuerst musst du den Boden herausnehmen. Das ist die. Um die Dusche zu aktivieren können. Und ach so, das ist die. Das ist, wie nennt man das nochmal, hast du gesagt? Transportsperre. Die Transportsperre, ja. Das heißt, solange unten das Rost drin liegt, kann die Tür nicht bewegt werden. Genau. Kann auch nicht rumfliegen. Du kannst da oben auch nochmal zumachen, siehst du? Ja, mal so eine, hier kann man das auch nochmal fixieren. Dass nichts klappert. Links und rechts sogar. Okay, wenn du mal gerade mal einen Schritt zurückgehst. Ja. Denn es ist kompakt, das Bad. Hier, die Licht. Viel Licht. Das wäre Licht. So, da haben wir ja wieder garantiert unsere integrierte Papierrollenhalter. Ein bisschen Abstaufläche noch hier. Dann kommt das Papier hier nach vorne. Ein großer Spiegel. Ein großer Spiegel auf jeden Fall. Und hier hast du auch die Abstauung. Die ganzen Kosmetikartikel. Was ist das für ein Symbol hier, Sven? Was denn? Ja, warum ist denn das? Das ist die Wasserpumpe, kannst du an- und ausmachen. Ah. Das heißt, du kannst sie nochmal einschalten. Wenn sie jetzt nicht eingeschaltet gewesen wäre, ja, kannst du nochmal aktivieren. Okay. Waschbecken. Der tatsächlich immer diese integrierten Expander, dass man hier auch seine Artikel, Badartikel fixieren kann. So, Dusche von oben bis unten. Hat das hier noch eine Funktion? Nee, oder? Warte. Das ist wirklich nur. Welche Funktion? Da? Nö, ich glaube nicht. Nee, ne? Ist auch kein Schwenkbad. Da unten ist noch ein Magic. Revisionsteil. Was man da findet. Ah, der Doppelboden. Und auch hier ein Luftausströmer unten, das schön warm ist. Ja, kompakt. Alles auf einer Fläche. So, warte mal kurz, ich gehe mal raus. Dann geht's einfacher. Denn wir haben auch hier einen Kühlschrank verbaut von Tedford, die lange Version. Und hier ist auch nochmal, aber vorher noch vielleicht. Ah, noch ein Kleiderschrank. Der Kleiderschrank, genau. Ja, mit zwei Hänge Vorrichtungen. Dann kann man natürlich auch noch was positionieren, je nachdem wie lang die Sachen sind. Und genau, hier der lange Kühlschrank mit integriertem Eisfach, genau. Gefrierfach. Gefrierfach, ja. Warte, ich halte mal gerade das ganz runter. Ja. Geht? Ja, passt. Ich hab's ja. Unten ist auch noch hier. Schublade, die bis 15 Kilogramm belastbar wäre. Also, ist
recht ausgeklügelt. Hier oben ist nochmal die Entlüftung. Okay, auch gut. So. Ja, wenn das Bad natürlich in der Mitte ist, hast du hier nicht mehr so viel. Deswegen sind wir die ganze Zeit so am Rumdrucksen, weil nämlich die Stelle hier dürfte so die schmalste Stelle im Wohnmobil sein, wenn da zwei Leute natürlich nebeneinander stehen. Wird eng hier. Da wird es eng, ja. So, dass einer im Bad sein kann. Dafür habe ich aber einen sehr offenen Grundriss und habe also kein Problem damit. So. Augenblick, ich zeig nochmal gerade den Schrank. War schon offen. Der ist über der Küche. So, dann haben wir hier Spülbecken, dann Kochfeld mit drei Feldern und was ich ja auch ganz toll finde, süß finde, hier an der Seite nochmal 5 Kilogramm Ablagefläche nochmal trotzdem, aber klein, aber fein, ne? Die hat man dann, weil die fehlt ja hier komplett. Theoretisch kannst du aber natürlich hier auch ausweichen auf dem Tisch noch ein bisschen was, wenn du was schnibbeln möchtest. So, jetzt mal gucken. Okay. Gut. Hier hast du auch nochmal Expander, hier könntest du auch nochmal was befestigen. Regenschirme. Zeig's Corner. Regenschirme. Regenschirme. Im Eingangsbereich. Hier nochmal ein paar Sachen. Okay. So, hier hast du diese Klappe. Kannst du dich noch erinnern? Von außen? Warte. Die wir ja jetzt da dran fixiert haben. Die ist da. Die ist da. Also ich gehe davon aus, die Tür war ja nach innen gerichtet. Das ist der Bereich, wenn da jemand sitzen soll. Genau, du kannst ja jetzt mal hochheben. Das heißt, wenn du den Tisch mal drehst, dass ich mehr Platz habe für die Kamera. Ja, warte. So. Drehen wir den mal so rum und jetzt mal das Polster anhebst, da müsste es da hell werden. Hier ist nämlich der Sitzplatz mit dem Gurt. Ihr erinnert euch noch an die zwei Kopfstützen, die im Kofferraum waren. Und hier müsste es jetzt hell werden, wenn ich reingucke. Ja, ich müsste das beide abmachen. Anheben, ja. Ja, dann mach mal, wenn du schon dabei bist. So nicht dran. Also falls da einer sitzen möchte, muss das Ganze umgebaut werden, damit er Platz hat für die Füße. Das gilt nicht für den Rechten. Der Rechte könnte so sitzen. Also wenn hier jemand, der rechts sitzt, braucht das nicht. Aber wenn jetzt einer links sitzt, dann muss das hochgeklappt werden, wird dann fixiert. Und jetzt habe ich meinen Fußraum hier drin und kann das Ganze noch einklappen. Genau, wenn du es mal zuklappst. Kann das mal nach innen geklappt werden. Und jetzt habe ich auch den Zugang nach außen. Warte, ich muss rankommen. So. Genau, jetzt setze ich mal hin. Jetzt kann das nämlich nach außen. Hast du hier quasi deinen Außenzugang, hast jetzt Platz für die Beine. Genau. Und zwei Leute können sich jetzt komplett nebeneinander hinsetzen. Ja. Zwar nicht mehr super viel Platz, aber es langt, denn die Sitzbank, die erweitert sich in den Raum rein. Und du hast einen Dreipunktgurt. Prima. Hubbett. Da gilt es wieder umzubauen. Das da brauchst du jetzt mal nicht zurückzubauen. Machen wir gleich. Was suchst du? Ob da noch Platz drunter ist? Da noch Stauraum ist? Nee, da ist der Schuhschrank. Ach ja, genau, der Schrank war da drunter. So, bitte. So, einmal kurz zurück. So. Polster noch drauf. Da haben die kleine Ecke da drauf, ne? Und zum Schluss das Seitenpolster. Kommt das? Das ist unten. Ne, die andere Seite. So, ne? Genau. Ein Klett. So, hält. So, nächste Übung. Einmal Hubbett. Genau, einmal drehen. Absenken. So, und dann noch einmal den Sitz einklappen fürs Hubbett. Die Aufgabe ist es, dass wir von der Höhe her über diese kleinen Aussparungen kommen, also unten drunter. So, ich glaube, du musst noch ein bisschen drehen den Fahrersitz. Jetzt geht er runter. Prima. So, zeig mal gerade, wenn du mal rüber gehst. So, das sind jetzt beide Sitze gesenkt.
Und jetzt kann man das Hubbett runterlassen. Genau, das heißt, ich muss ja erstmal wieder hier die Sicherheit, den Gurt, den Sicherheitsgurt, oder wie sagt man dazu? Sicherheitsgurt, ja. Schon, es ist eher einer, ne? Die Sicherung. Die Sicherung öffnen und dann von Zauberhand. Ich muss echt nicht so viel drücken wie bei den anderen. Geht das runter. Geht runter. Und das Coole ist, geht auch genauso gleich wieder hoch. Ja, das Hochgehen, das war ein Traum vorhin auch. Ja, ich bin gespannt, ob es hier genauso funktioniert. Machen wir gerade den Zweifingertest. Den Zweifinger? Ja. Warte, ich will nicht sehen. So, Lattenrost, Leiter. Wenn man die dann braucht, man könnte natürlich auch über den Tisch draufsteigen. Nein, das meinte ich. Das hier. Der Rausfallschutz? Rausfallschutz ist auch wieder da, ne? Wird dann hier wieder fixiert an den drei Stellen. 1, 2, 3. Drei Stück. Und guck mal, eine Leiter ist dabei. Süß, eine richtige Leiter. Das heißt, das war ja bei den anderen wahrscheinlich auch dabei, haben wir nur nicht gesehen, ne? Ja, falls einer die braucht, weil man kann ja auch bequem über die Polster einsteigen. Ja, das geht auch klar. Wenn man nicht gerade die Schuhe von draußen anhat, dann geht natürlich. Das wollen wir ja auch nicht. So, zwei Finger. Mach mal hoch, zwei Finger. Ja, Wahnsinn. Zwei Finger? Ja, ich habe nicht viel gemacht. Krass. Gut, wenn die Bettauflagen drauf sind, vielleicht geht es ein bisschen aus der Balance. Ja, vielleicht dann, ja. Aber ist drin. So, mach nochmal hoch und setz dich mal auf den Fahrersitz. Du meinst die Sitze? Ja, beide. Denn das Thema Umbauen ist oft so ein Gräuel für viele. Ja, aber geht. Nee, wenn man es 2-3 Mal gemacht hat und nicht jedes, und das Auto ändert sich ja nicht. So wie wir das ja jetzt gemacht haben. Wir haben verschiedene. Ja gut, wir haben jedes Mal ein anderes. Ja, jedes Mal ein anderes Fahrzeug, deswegen, aber. So, und dann habe ich hier. Das funktioniert dann flott. Man gewöhnt sich flott dran. Ebener Boden, das heißt durchgehend von hier bis hier hin. Und dann habe ich meine 2 Treppen zum Schlafbereich. Und niedriger Einstieg. Und das ist dann unser Cockpit Mercedes Sprinter 2021, natürlich mit dem coolen M-Box-System. Multimedia, schalt's mal an, das M-Box. Da ist die kleine Sonnenblende. Die Verdunklung übrigens hier an der Seite, wenn du die mal rausziehst, dann können wir dir einmal zeigen, wie das funktioniert, stellvertretend für die anderen Fahrzeuge. Einmal 2 Riegel raus und dann, das ist übrigens der hochauflösende Bildschirm. Und Marlene kann einfach zuziehen. Genau, und dann würde das auf beiden Seiten. Gegenstück kommen und ich denke mal durch ein Magnet. Ja, das sind Magnete hier. Magnete. Da ist auch ein einer und da. Das würde auch nochmal ein bisschen. Die Magnete da? Genau. Ja, das würde nochmal isolieren. Das würde dann. Hier oben habe ich übrigens auch Lampen drin, Leselampen nochmal integriert im Hubbett. Die Seiten können genauso zugemacht werden. Die sind auf der rechten Seite, sind auch solche Lamellen, siehst du? Ah ja. Und lass mich nur mal schauen. Da ist ein kleiner. Also was ich hier gut finde, persönlich, dass es aus Stoff ist und nicht dieses papierartige Plissé, wo man wirklich Angst hat. Es zerreißt jeden Augenblick, ne? Also das finde ich persönlich super. Na, jetzt weiß ich nur nicht gerade. Ja, irgendwo sind die Magneten. Wo probier mal. Fixiere ich das Ganze. Ah ja doch, da war's. Vorne. Klar. Das ist ja echt simpel, ne? Und schon ist zu. Ja. Finde ich super. So, und das wäre dann der Einblick im ganzen Raum. Küche, Sitzgruppe, Fernseher, der Blick vom Fahrersitz auf den Fernseher. Optimaler geht's kaum. Auch der Abstand ist richtig cool für ein 32 Zoll. Also ich habe ein richtig tolles, großes Bild, hochauflösend. Das ist der Tisch, wie er im Raum steht und befestigt wird. Und habe eine interessante Tischplatte, die ich mir auch wegdrehen kann, aus dem Weg drehen kann. So, prima. Wir gehen mal raus. Fängt nochmal an zu regnen. Das ist der Hauptschalter. Weißt du, wie es geht? Draufdrücken. Und das Licht ist aus. Jetzt haben wir noch das Licht hier von der Kamera noch an. Ach so, das ist auch dein Licht. Okay, mein Licht. Gerade, warum wird das nicht dunkel? Macht mal schnell alles zu, so als wären wir nie da gewesen. Ja. Dann gehen wir schnell raus. Regnet. Machen Abmoderation. Der Hümer
B-Klasse MCI 580. Hier steht er. Das ist der Kaufpreis des ausgestellten Fahrzeuges, hier 110.085 Euro. Und so sieht er aus von draußen. Hypermobil. Ja, vielen Dank, Marlene. Sehr gerne. Bis zum nächsten Video. Tschüss. Tschüss.